Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind hier in Marmaraika und erkunden gerade die Welt und suchen nach dem Centurio, der hier irgendwo sein Unwesen treiben soll. Wir haben ihn noch nicht gefunden, aber wir haben ja noch gleich zwei andere Quests hier machen können, die wir schon ein bisschen länger vor uns her schieben aus den grünen Bergen noch. Das war wahrscheinlich nicht. Ja, mal gucken, ob wir es noch finden. Ich meine, der muss hier ja irgendwo sein. Wie viel haben wir denn hier noch zu tun? Wir haben ja nur den hier unten. Und halt das hier, aber das sieht nicht aus wie ein Außenposten. So, da ist der Schatz, da ist der. Da sind zwei Leute, da ist eine, da sind zwei Personen. Schön gemeuchelt. Was? Du hast es überlebt? So, den haben wir schnell getötet. Wie hat der es denn überlebt, bitte? Ich habe ihn noch in den Kopf geschossen, oder nicht? Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich habe ich irgendwie nur seinen Rücken getroffen. So, hier war jetzt noch ein Schatz. Ich weiß gar nicht, was ich hier zu tun hatte. Also, bei der einen Quest, bei der anderen, also ich habe ja zwei Quests in der Nähe noch. Eine ist ja die Leute finden, die vermutlich hier sind, tippe ich mal, weil das sieht irgendwie so aus wie so ein Versteck. Und das andere, weiß ich gar nicht, was hier noch zu tun war. Ach, das war, was denn hier, was mit Spionen auch? Finde, beschaffe die Liste der Spione. Bike findet einen von Apollodoros Spionen, einen Agenten der göttlichen Handhabung der Fäden in der Garnison von Balagre. Ja, okay. Aber, ich meine, wir haben doch jetzt noch einen Spion gefunden, der sagt, ich soll einen Centurio töten, der die Liste hat. Also ich denke mal, es könnte irgendwie zusammenhängen. Und wenn der auf Patrouille ist, kann es natürlich sein, dass wenn ich hier gerade weglaufe, dass er dann an mir vorbeifährt und ich ihn dann nochmal suchen muss. Das war knapp. Ich glaube, ich muss halt wirklich warten darauf, dass sie, also dass mein Ziel rot wird und nicht vorzielen, weil der Aimbot kommt nur, wenn ich den Pfeil loslasse. Der wird sie nur umbringen. Ja, da hast du vielleicht recht, mein guter Freund. Das hat ihn wahrscheinlich nicht interessiert, dass hier seine Freunde töte. Mit einer riesigen Balliste. Ja, das hat er nicht gehört. Oder er fand es wirklich cool. Vielleicht hat er sie auch einfach gehasst und er muss sie einfach mitmachen, weil er sonst getötet wird oder so. Hier geht es jetzt einfach in einen Fight, würde ich sagen. Okay, keine. Oh Gott. Das ist doch so lächerlich, dass ich so viel Schaden davon bekomme. Was hätte ich denn machen sollen? Also, wenn man brennt, dann muss man schon irgendwie eine Option haben, sich irgendwie zu löschen, damit man nicht einfach am Feuer stirbt. Weil ich konnte ja legit nichts machen. Klar, ich bin da doof reingekommen ins Feuer. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hätte ich vielleicht ausweichen sollen. Du kannst nicht fliehen. Stirb endlich. Dafür lasse ich dich leiden. Friss das, du Ratte.
Hallo? Kaum habe ich mich sehr stark verbrannt, nehme ich gleich das nächste Feuer und ja, greife ich wieder an. Okay, da oben ist jetzt nur noch einer. Warum auch immer. Ich glaube, ich versuche mal von rechts anzuschleichen. Vielleicht klappt das ja. Wenn man einmal den Blockbutton drückt, dann hält man auch die ganze Zeit den Schild hoch. Finde ich ein bisschen blöd, vor allem, weil ich da manchmal gegenkomme. Aktuell ja öfter. Da ist das nicht so hilfreich. Ich denke mal, ich soll ihn hier rausbringen einfach nur. Ja genau, dann machst du einfach mit so einer Person auf dem Rücken. Einfach da runterspringen, drauf landen. Das haben wir jetzt aber abgeschlossen, ne? Ja, okay. Also es ist ein Lager, aber kein Außenpost, sondern einfach so ein Lager von Banditen. Oh, wer bist du? Egidio ließ mich nach dir suchen. Kannst du laufen? Ich versuch's. Ja, das war echt nicht viel cooler. Ist dir gut? Wo ist der andere Gladiator? Dieser Bastard, er hat uns betrogen. Er hat seine Entführung vorgetäuscht. Was? Die Banditen sprachen mit ihm wie mit einem Freund und gaben ihm ein Pferd. Weißt du, wohin er geritten ist? Sie sagten ihm, am See auf dem Berg im Norden sei alles vorbereitet. Wenn du ihn findest, schlag ihn für mich ins Gesicht, ja? Natürlich. Thanasis und Egidio warten in der Arena von Kyrene auf dich. Aber ruh dich erstmal aus. Pass auf, mein Freund. Okay, da oben. Dann versuchen wir erstmal das hier zu machen. Oder ich gehe erstmal da oben, weil kann natürlich auch sein, dass er da ist. Dann hier einmal schon hochklettern. Weil ich weiß echt nicht, wo der Zenture so sein soll. Also klar, könnte jetzt irgendwo da sein. Aber der Marker ist halt die ganze Zeit schon da und ich denke auch nicht so wirklich, dass die beiden Quests zusammenhängen. Also irgendwie schon, aber halt auch irgendwie nicht so richtig. Okay. Das ist nicht mein Bier. Also das sehe ich zum ersten Mal in meinen mittlerweile über 120 Stunden, dass die jetzt in den Krieg ziehen gegeneinander. Also dass ich das so gesehen habe, dass... Also ich habe schon mal gesehen, dass der Krieg war zwischen den beiden. Das ist zwischen Römern und Banditen, aber halt noch nie so, dass sie sich angegriffen haben, sondern einfach das Gefecht schon im Gange war. Von daher, weil es gerade lustig, dass sie mir vorbeigelaufen sind. So, dann muss ich jetzt einmal hier hoch. Mich vorbeischleichen und hoffen wir mal, dass hier irgendwo der Typ ist, den wir suchen. Das ist kein Centurio, oder? Okay, der Centurio ist nicht hier. Schade. Diese Zone ist tabu. Hoffentlich werde ich nicht gleich noch irgendwo gesehen. Das war echt knapp. Was heißt knapp? Ich habe es irgendwie gar nicht geschafft. Okay, ich kann einfach blocken, indem ich B drücke, wenn ich den Schild rausgezogen habe. Ich meine, macht Sinn, aber... Habe ich noch nie gemerkt vorher. Okay, ich habe den Centurio nicht gefunden. Und der wird mir nicht markiert. Vielleicht ist er einfach irgendwo anders. Obwohl. Nee, das ist jetzt was anderes, was ich gerade anhab. Oder ist das vielleicht in einem ganz anderen Gebiet? Okay, ist genau gleich weit weg. Also ist auch da.
Okay, gut, dann ist das doch die gleiche, also ist das die gleiche Quest, ja. Das habe ich jetzt geschafft, ja. Muss ich gerade mal kurz gucken. Bin ich mir sicher. Dann machen wir jetzt noch das da und dann wollen wir mal gucken. Haben wir das Gebiet doch fertig, oder? Weil der eine ist hier bei dem Brunnen, das machen wir als nächstes. Dann, wenn wir hiermit fertig sind. Und ansonsten müssen wir die Liste beschaffen für Apollodorus-Spione oder vielleicht müssen wir noch Spione retten, wer weiß. Gott, hört doch auf, euch zu bewegen, wenn ich versuche einzusteigen. Also manchmal sind die Pferde echt nervig, vor allem im Streitwagen. Warum werde ich jetzt angegriffen? Ich habe nichts getan. Ich glaube, ich habe das Pferd aus Versehen getötet. Alter, oben war ich doch schon drin, da war doch niemand. Ich muss ihn nicht verstehen, oder? Den habe ich abgeschlossen. Und ich habe mit Senua auch mal... Hätte ich nicht... Die Quest hatte ich da ja auch aktiv. Also ich hatte die Quest aktiv. Ich war mit Senua da. Trotzdem wollte er nicht. Oder war das der, wo ich... Ja, ich habe ich... Ich weiß nicht, was ich hier alles ausgelöscht habe. Nee. Hier habe ich alles auch ausgelöscht. Da bin ich noch extra runtergesprungen, um den einen Typen da zu assassinieren. Okay, das ist der Centurio. Okay, Centurio sind also die Schnellen. Wie es scheint. Auch natürlich. Ja, falls du lesen wollt, können wir gern tun. Noch ein Spion im Balagrei. Er ist in großer Gefahr. Wahrscheinlich haben wir so eine neue Quest im Balagrei, oder? Ich finde es komisch, dass zwei Quests irgendwie so den gleichen. Das gleiche Ziel haben. Also habe ich ein Balagrei und eine Quest? Nein. Dann ist das hier das nächste, was ich tun kann. Ich hoffe, ich kann schneller. Also ich bin, glaube ich, gerade im Gefecht, oder? Nee, anscheinend nicht. Passt doch. Nun, wo ist Kosei? Trinkt. Da liegt ein Zettel. Vielleicht muss ich den lesen. Aber er ist nicht gelb markiert. Habe ich nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin? Hallo, ich möchte gerne tauchen. Warum auch immer ich davor nicht tauchen konnte. Er könnte immer noch in der Nähe des Sees sein. Ich sehe nur leider absolut gar nichts. Zeigt mir Senua irgendwas? Nee. Da vorne sind... Ja, da vorne ist was. Dann geh ich mal nach da vorne. Das ist
das Einzige, was ein bisschen hier raussteht. Aber hier ist auch jemand. Ein Kind ganz allein. Hallo, meine Kleine. Was machst du denn hier? Ich bin nicht klein. Ich bin schon 5. Oh, verzeih mir. Mein Name ist Bayek. Und wie heißt du? Salika, nach Hause zu deiner Mutter. Sofort. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, Cousin. Ich bin damit fertig. Du bist der Letzte, den ich töte. Moment. Okay, halt! Entschuldige meinen Mann. Es war eine schwierige Reise. Bamukoto hat mir alles erzählt. Zum Glück geht es ihm gut. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Warum täuschst du deine Entführung vor? Kannst du dich nicht einfach von Thanasis freikaufen? Das wollte ich. Er weigerte sich. Als sein bester Gladiator bringe ich ihm viel mehr ein. Bleib bei deiner Familie, Kosei. Ich kümmere mich um Thanasis. Dich haben die Götter geschickt. Okay. Warte bei der Arena für den Kyrene. Haben wir jetzt noch eine Quest aktiv gerade? Gefahrenverzug? Nein, die ist ja überall irgendwie verteilt. DLC, DLC, tägliche Quest, tägliche Quest, nicht in diesem Gebiet und Alexandria. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zur Arena. Also wir gehen hier in die Stadt rein, weil in der Arena spawnen wir halt schon in dem Auswahlmenü für Kämpfe, was wir nicht wollen. Von daher gucken wir erstmal, was wir ihm sagen wollen. Also ob er mit uns kämpfen will oder vielleicht müssen wir für ihn noch einen Kampf machen. Mal gucken. Dann können wir das Prätanion auch noch machen. Also wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part. Also vielleicht noch schnell hinreisen, aber dann war es das auch schon. Und dann mal gucken. Ich zeige es den Römern. Sie glauben, ich sei nicht gut genug. Hallo. Ah, da bist du ja. Wo sind meine Gladiatoren? Sie werden nicht kommen. Bamukoto ist verwundet. Und Kosei hat sich zum freien Mann erklärt. Was? Kosei gehört mir. Ich bestimme, ob er freikommt oder nicht. Er ist fort. Ich rate dir, andere Kämpfer zu finden. Ich habe eine Idee. Ich biete dir ein Geschäft an. Du kämpfst für mich. Und wenn du gewinnst, werde ich dich reich entlohnen. Ah, das? Und du entlässt Kosei offiziell in die Freiheit. Mir gefällt dein Stil. Betritt die Arena und gewinne. Mach mich stolz. War wie zu erwarten. Vergiss nur nicht, ich arbeite nicht für dich. Naja, doch. Und will den Hordenmodus. Okay. Ja, wir arbeiten nicht per se für ihn, aber jetzt gerade schon. Weil wir für ihn gerade kämpfen. Wie viel müssen wir denn machen? Also wie viel? Also Hordenmodus weiß ich ja, dass da irgendwie eine bestimmte Menge kommt an Sachen. Musst du mich selbst bewegen oder hat es gerade geladen? Weil als ich gerade den Stick bewegt habe, ist er aufgestanden. Sind aber nicht meine Waffen, oder? Also könnten meine sein, aber ich glaube nicht. Mal erfreuen, jetzt gibt es ein bisschen Prügel. Hallo, ich bin ausgewichen, aber gut. Der 5 Wellen müssen wir hier gewinnen. Wahrscheinlich gibt es hier unbegrenzt Wellen, wenn man das halt nicht als Quest spielt. Thank you.
Willst du mich verarschen? Das ist so lächerlich. Dass der mich nach hinten schlägt und ich dann One-Hit bin? Also, wenn ich da einen Lebensbalken verloren hätte, hätte ich es verstanden. Aber so war es gerade einfach nur lächerlich. Ja. Vor allem, dass er mich einfach nach hinten prügeln kann mit seinen Händen, während ich gerade im Rage-Mode bin. Also, ja. Fühle ich es nicht so, aber gut. Naja, gehen wir erstmal wieder rein und beenden das Ding jetzt hoffentlich mal. Ja, komm, ich weiß. Okay, ich kann es überspringen, gut. Jetzt lädt es trotzdem noch. Also, ich glaube, es ist komplett egal, ob man das durchlaufen lässt oder nicht. Und wirklich schneller kann ich es nicht machen. Also, klar, ich kann es auf eine M2 SSD legen. Aber ich glaube, das macht es auch nicht mehr besser. Au. Es ist keine Pause im Gemetzel. Hier kommt neues Blut. Hier schlage ich sie tot. Schnell weg von den Dingern. Also von den Stacheln hinter mir fühle ich mich nicht so. Natürlich schießt er nochmal ab. Oh Gott, ey, jetzt zwei davon. Junge, ich werde die gestunlockt, ich kann nicht mehr ausweichen. Schnell weg von dem Ding da. Oh fuck, das war schon wieder fucking knapp. Okay, wir können das anscheinend unbegrenzt weitermachen. Ich glaube, ich renne gleich einfach so ein Ding rein, damit es vorbei ist. Weil ich wollte eigentlich hier stundenlang Leute zerschnetzeln. Sind wir gleich zerschnetzelt werden wahrscheinlich. Also die Runde mache ich noch, weil das ist auch gut. Hey, ist der Lebensmüde?
So. Oh Gott, es geht weiter, so. Oh nein, ich rauf hier. Okay, klar, hier sterbe ich nicht direkt dran. Oh nein, ich weiche darin da rein. Oh nein, was passiert denn? Oh nein, ich sterbe. Mensch. Ja, komm, mir egal, ich wollte eigentlich nur das Ding fertig machen. Ist 26 Minuten schon wieder, perfekt. Ja. Bitte sag mir, dass ich es geschafft habe, weil ich hab's ja gemacht. Hol dir deinen Ballon ab. Perfekt, danke. Wo ist er denn? Hier vorne. Gewonnen. Wo ist dein Meister? Bitte, du musst Kosei helfen. Bamukota kam und erzählte, was er getan hat. Meister Thanasis hat römische Soldaten bezahlt, um Kosei zurückzuholen. Ach, diese Ratte. Egidio, such dir einen neuen Meister. Neck, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ach, meine Fresse. Ja, machen wir natürlich auch noch fertig. Dann wird es wahrscheinlich ein 30-Minuten-Part. Wenn ich ein bisschen weiter nach oben ziehe, müsste ich es doch eigentlich schaffen. Ich glaube, das war der falsche. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Vielleicht hast du recht, Bayek. Aber vielleicht solltest du auch volle Kanne entdeckt werden. Zuwachs? Ja. Und dank dir wird Kosei hier sein, um es mitzuerleben. Es ist nicht viel, aber bitte nimm es. Ich brauche es nicht mehr. Leb wohl, mein Freund. Ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich wieder. Ja, bestimmt. War ich noch gerade zwei, irgendwie die kommen sollten? Okay. Wow, Phalanx-Schild, ist das gut? Es hat Schadensabsorptionsrate, Vergiftung bei Blocken. Ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Adrenalin bei Paraden. Gut, ich mach das sowieso selten. Komm, wir nehmen es einfach. Das hier wird einfach versteckt. Da benutzen wir auch sein Scheißschild. Also der wird auch dann, wenn ich ihn irgendwann aussortieren will, einfach weggeschmissen, weil das gibt halt tausend Phalanx-Schilde und dann kann ich mich nicht mehr dran erinnern, welcher es ist. So, ich würde sagen, im nächsten Part haben wir eigentlich nichts Wichtiges mehr zu tun. Ich würde sagen, wir erkunden dann einfach das Gebiet hier. Also wir sehen uns dann hier wieder. Erkunden dann Paraitonion. Und dann erkunden wir die letzten Gebiete und machen das und das da oben und das da unten. Alles noch fertig. Aber ich würde erstmal sagen, ich habe euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.